Letztes Mal war ich hier schon bei der AKFLIE Karlsruhe und wir haben uns genauer das Projekt AKX angeschaut. Heute schauen wir uns an, was noch weiter in der Werkstatt gemacht wird. Schön, dass du nochmal da bist. Dann lass uns doch einfach mal reingehen und gucken, was hier so gemacht wird. Hier ist unsere DG1000, die ist gerade in der 3000-Stunden-Kontrolle. Da wird irgendwie viel am Panel rumgeschraubt. Genau, im Rahmen der 3000-Stunden-Kontrolle wurde hier die Elektrik neu gemacht. Und die ist jetzt auch soweit fertig. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schläuche an die Instrumente stecken und ein paar Kabel einstecken und dann kann die Abdeckung wieder drauf. Und dann ist das auch fertig. Also irgendwie kenne ich dieses Flugzeug noch nicht, eine DG1000J. Ja, also das ist auch was ganz Interessantes. Das war das Vorgängerprojekt von der AKX. Da hatten wir hier in der DG1000 eine Turbine drin. Als Heimkehrhilfe war auch der erste Doppelsitzer, der sowas hatte. Und da haben wir eben mal ausprobiert, wie sich das so verhält, an der DG1000 da ein Jettriebwerk einzubauen. Wir mussten es leider wieder ausbauen, weil es zu laut war und wir die DG1000J nicht zulassen konnten. Und das ist dann im Rahmen der 3000-Stunden-Kontrolle jetzt eben auch wieder rausgeflogen und ja. Jetzt habt ihr normale Heimkehrhilfe drin oder Nee, gar ist nichts? leer. Okay. Genau. Hier haben wir uns ja im letzten Video auch schon viel aufgehalten. Die Winglet-Formen habt ihr ja angeschaut und da gab es ja schon einiges zu sehen. Und jetzt schauen wir hier gerade mal noch zum Twin. Da haben wir zweieinhalb kaputte Flugzeuge gekauft. Eins auch schon. Zweieinhalb, was heißt der halb? Ist ein Ja, ich halbes glaube. Flugzeug. Ja, also ein halbes Flugzeug waren eben nur die Tragflächen und kein Rumpf. Also wir haben zwei Rümpfe und drei Tragflächenpaare gekauft. Das wir relativ günstig bekommen. Der eine hat eine Wasserlandung gemacht und der andere einen Ringelpiez beim Start. Und da gibt es tatsächlich auch ein YouTube-Video auf unserem Kanal zu dem Projekt, sogar Ja. zwei. Und die richten wir eben wieder her. Der Twin, der ist jetzt auch unser primäres Schulungsflugzeug, was früher die DG1000 war. Und genau, Das befindet heißt, sich es gerade in sind der. Ja. zwei Twins, die dann wieder fliegen sollen. Genau, also wir machen zwei Twins draus, die wieder fliegen sollen. Kann euch vielleicht Jets auch noch mehr dazu erzählen? Ja, den Twin sehen wir hier, aber eigentlich ist das Spannende nicht an der Fläche, sondern am Rumpf. Aber wie gesagt, er hatte ja einen Ringelpiez und dementsprechend war die Rumpfröhre auch gebrochen. Und genau, den haben wir halt jetzt wieder geschäftet, beziehungsweise hier das Teil war auch komplett zerstört und das haben wir halt neu gebaut mit Formen und dann hier und hier geschäftet. Und die Genau. Form habt ihr selber gebaut oder habt ihr die irgendwo? Ja, die Form haben wir tatsächlich am anderen Twin abgeformt. Dementsprechend lohnt sich es dann doch, wenn man auch mal mehrere Twins rumstehen hat. Hier sieht man auch noch das Kennzeichen. Vom anderen, ja. Voll. Ja, es muss dann alles noch lackiert werden und so und eingeschliffen werden. Also ist auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber. Aber strukturell ist er schon wieder hergestellt und jetzt geht es an die Feinarbeit sozusagen. Ja. Ja, genau. Ja, und irgendwie auch ein geiles Gefühl, dass halt einfach aus so einem Schrotthaufen wieder so ein eventuell doch irgendwann fliegendes Flugzeug wieder geworden ist. Und es ist eben natürlich auch doch mit einigen Fähigkeiten verbunden, das wieder ja sowas halt zu machen. Dementsprechend ist es auch eine gute Möglichkeit, einfach für unsere Mitglieder sowas zu lernen und mit Faserverbund zu arbeiten und die Verantwortung zu übernehmen. Was ja auch ganz cool ist, wenn man einfach so Segelflieger ist, das Ja. mal zu können. Das heißt, du fliegst auch. Ja, Okay. genau, ja. Was habt ihr da hinten noch? Ja, also da hinten, da ist noch unser Schleifraum, da wird, glaube ich, gerade auch gearbeitet. Da wird gerade ein Teil von der AKX besäumt. Ja, und wo wir schon bei der AKX sind, ihr wolltet ja eigentlich auch noch ein Teil laminieren. Ich glaube, damit können wir jetzt anfangen. Hier ist schon alles ein bisschen vorbereitet. Hier ist unser Tisch, um das Gewebe zuzuschneiden. Da liegt sogar schon eine Gewebeplan für das Teil. Was wird es denn genau? Ist es ein Seitenruderscharnier Scharnier? ist das, genau da das Halbzeug quasi dazu, von dem das dann am Ende weggeschnitten wird, auf die passende Länge. Und genau, das kannst du jetzt mal mit dem David zusammenbauen Ja. und dir das mal anschauen, so ein bisschen dich nochmal als Student fühlen und ja, hier einfach mal mitbekommen, wie das so ist, bei uns zu arbeiten.
dann ziehe ich mich mal um, ja, dass wir nicht alles mit Harz voll machen und ja, dann geht's los. Ja, ich meine, bei der AKX gibt es so Faserverbundteile natürlich überall, wo man hinguckt, in allen möglichen Formen. Mhm. Das, was wir jetzt bauen wollen, ist eigentlich relativ einfach. Das ist einfach nur das Ausgangsstück für die Seitenruderscharniere. Das mhm. heißt, wir werden am Ende die Lagen vorlaminieren, mit Harz imprägnieren, dann einmal hier um so einen Stab drum wickeln und in diese Form reinlegen. Und dann machen wir die Form zu und kriegen am Ende quasi so ein Omega. Okay. Und das wird dann später vorne ans Seitenruder dran geklebt und nochmal überlaminiert. Und da sitzen dann die Buchsen bzw. die Bolzen drin, die das mit dem Winglet verbinden. Okay. Und das wird dann später sozusagen hier aus dem Ganzen rausgeschnitten und genau. Sind einzelne Teile. Genau, wir kriegen jetzt einen Teil hier raus und da sägen wir am okay. Stück drei Scharniere für ein Winglet raus. Ja. Ja, cool. Was ist der erste Schritt? Ja, zuerst brauchen wir irgendwie Gewebe. Das schneiden wir mal zu. Okay. Gut, genau. Haben jetzt hier, das habe ich schon mal ausgemessen, im Prinzip machen wir 150 mal 230 mm Zuschnitte. Und allerdings die Lagenorientierung? Großteils eben plus minus 45 Grad. Das mhm. heißt, wir müssen hier gleich einmal diagonal abschneiden. Ich mache gerade mal noch die erste. So rum. Wahrscheinlich schon viel zu viel. Ja, ruhig schon mal so anfangen abzuschneiden. So, und den Winkel, den kann man jetzt... Kann man eigentlich ganz gut sehen, wenn man hier drüber peilt. Und das macht man aber dann schon einfach so... Ja, und dann ungefähr freie Hand. Also man sieht beim Reinlegen, sieht man eigentlich die Orientierung ganz gut. Das ist so schwer. Ja, gefühlt wird es fast einfacher, je schneller man ist, aber es ist auch irgendwie manchmal ist man da doch daneben. Ja, so. Das sieht man schon, wie schlecht ich da gearbeitet habe. Schau mal, also hier sind wir bei, gut, das ist ein bisschen mehr. Mehr ist immer gut. Mehr 14. Auch nicht so wild, weil, wie gesagt, steht alles über. Ja. Genau. Okay. Jetzt kann man hier mal eins, können wir hier noch auf die Länge zuschneiden. Die ist ein bisschen wichtiger, weil wir die in die Form reinkriegen können, 230. Genau, okay. Und da haben wir quasi schon mal die ersten zwei. Zwei von sieben. Was wir jetzt noch kurz mal noch machen, ist hier das Unidirektionale. Die Lagen, das Gewebe an sich, das ist jetzt mal hier in dem Fall für die Grundstruktur so ein bisschen gedacht. Und dadurch, dass die Scharniere relativ stark auf Biegung noch belastet werden, wollen wir quasi wie bei einem Holm auch noch Fasern in Biegerichtung quasi drin haben. Legen wir jetzt Fasern, die den Umfang entlang gehen. In der Richtung ist es super wichtig, die Krafteinleitung. Ja. Genau. Das machen wir jetzt hier mit so einem UD-Band. Da gibt es eigentlich auch Gelege, die breiter sind, okay. Aber das ist einfach sehr einfach zu handhaben. Deswegen, ja. Wir verbauen relativ wenig unidirektionale Sachen. So, da das jetzt heißt auch 150, genau. Und das schneidet man jetzt mit der Schere? Länger. Das mache ich jetzt mit der Schere, ja. Aber es geht eigentlich mit dem anderen auch. Das ist, wofür ist dieses Werkzeug hier besonders gut? Es ist einfacher. Gerade für die großen Sachen, es geht einfach viel einfacher. Schneller, okay. Bleibt eigentlich sehr lange scharf. Genau. Jetzt, wo wir unser Gewebe vorbereitet haben, können wir den spannenden Teil anfangen und wir machen Harz an. Ja. So, wie lange muss man das jetzt umrühren? Ja, also man sieht, am Anfang sieht man ganz schön, dass es noch irgendwelche Schlieren bildet. Jetzt auch noch, ja. Und jetzt immer noch tatsächlich. Und wenn die dann weg sind, dann rühren wir meistens noch so ein, zwei Minuten for good measure. Und dann, jetzt haben wir gut umgerührt. Jetzt machen wir zusätzlich zur Dokumentation noch eine Harzprobe. Dann haben wir hier so ein Eiswürfelfach. Und das ist sogar eine neue Liste. Da schreibe ich jetzt einmal Datum und Bauteil eben rein. Dann gibt es jetzt so ein, zwei Stellen, wo wir noch ein bisschen angedicktes Harz brauchen. Da kannst du jetzt einfach mal so ein bisschen Baumwollflocken reinmachen. Wie
viel ungefähr? Deutlich mehr. Ja, ja. Ungefähr 1:1 vom Volumen. Wenn man so denkt, scheiße, jetzt war es zu viel und dann noch ein bisschen rührt, dann ist eigentlich ganz gut. Am Ende wird das Harz hoffentlich wieder rausgepresst. Das wird zu viel. Ja, genau. Es wird jetzt auch relativ nass tatsächlich laminieren, weil wir pressen am Ende. Genau. Cheers, guys. Danke. Cheers. Machen wir mal an. Ich finde es eigentlich immer sehr schön, irgendwie mit Kohlefaser zu arbeiten, weil die durchläuft so alle Töne von mattgrau, dann über verschiedene Blautöne bis wieder so leicht speckig blaugrau, wenn es gut getränkt ist. So, das ist jetzt Abreißgewebe, um eine matte Oberfläche zu bekommen, oder? Genau, wenn wir das Abreißgewebe, das bleibt später nicht im Bauteil, sondern wir ziehen das dann ab und es hinterlässt so eine raue Oberfläche, womit wir uns das Anschleifen dann später sparen können. Und außerdem ist zwischendurch das Bauteil eben geschützt. Hier sieht man natürlich jetzt ganz gut, ob es genug getränkt ist, einfach dadurch, dass es nicht mehr weiß leuchtet, sondern eben transparent wird. Ja. Man kann es jetzt spaßeshalber mal nur einmal kurz drüber rollen. Dann sieht man gleich mal ganz schön. Wie nah? Also möglichst bündig. Okay, aber nicht überlappen. Am besten nicht. So, einfach einmal andrücken und dann kann man von einer Ecke aus die Folie irgendwie abziehen. Jetzt wird es nochmal spannend, jetzt haben wir die ganzen Lagen drin und jetzt kommt hier in der Mitte einmal unsere Scharnierachse quasi rein. Das sieht man jetzt ganz gut, wir drücken schon ein bisschen das Harz raus. So hundertprozentig wird das auch noch nicht funktionieren, bis wir die zweite Formhälfte drauf haben. Jetzt kommt aber erstmal noch ein kleines bisschen Dickharz dazwischen. Ich glaube, ich probiere das hier gerade mal rein zu. Wenn du möchtest, du kannst einfach jetzt den Rest hier runterklappen. Am besten nicht ganz runter, sondern noch ein bisschen in der Hand halten. Inklusive Abreiß. Inklusive Abreiß, genau. So. Kleines bisschen, dann ist der Spalt halt nicht perfekt, aber das ist auch nicht so. Geht nicht die Welt unter. So. Jetzt kippen wir einmal die ganze Form quasi nach hinten. Aufhalten, dass es jetzt nicht am Ende zusammenläuft. Genau, die ist jetzt natürlich ein bisschen zu groß, aber ist auch nicht schlimm. So, und nochmal Abreiß zum Schluss. Solche? Genau. Okay, vielleicht ist es doch andersrum sinnvoller. Alles besser. Schön ist, wir können ja gleich einfach drunter gucken. Ja. Genau, und jetzt können wir hier gleich noch einen kleinen Gewichtsstapel draufbauen. Mhm. Vielen Dank für die ganzen Einblicke hier, hat echt Spaß gemacht. Ja, also das kann ich genauso widerspiegeln. Also es ist richtig cool hier mitzumachen, wenn man noch jünger ist und am Studieren ist. Schaut doch einfach mal bei uns vorbei oder bei einer anderen AKFLEEG, wenn es da eine gibt, wo ihr studiert. Und auch natürlich auf unserem YouTube-Channel, da können wir uns nämlich wiedersehen. Und vielen Dank, dass du heute da warst, Stefan. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg, auch bei dem, was du so tust. Dankeschön, euch auch. Und ich würde gerne die AKX irgendwann fliegen sehen. Vielleicht können wir da auch mal ein Video machen in ein paar Jahren. Hoffentlich braucht es nicht zu lang.